Sabine Griebsch ist Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, eine Region zwischen Berlin und Leipzig, in der rund 160.000 Menschen leben. Im Sommer 2021 wurde die Verwaltung des Landkreises Opfer eines Cyberangriffs. Es war sehr früh morgens, 6.30 Uhr kam der erste Anruf bei der IT-Abteilung an, weil dort jemand seinen Rechner hochgefahren hat und gesagt hat, hier funktioniert gerade gar nichts mehr, hier verschlüsseln sich Dateien. Ich war im Homeoffice und ich wurde angerufen. Als ich hingefahren bin, da sind wir immer noch davon ausgegangen, wir haben jetzt einen Angriff und der ist innerhalb von kürzester Zeit gelöst. Und wir werden das innerhalb der nächsten Tage spätestens geklärt haben. Doch es kamen immer mehr Anrufe. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem gesamten Landkreis beschwerten sich, dass ihre Computer nicht mehr funktionierten. Alarmiert durchkämmte das IT-Expertenteam das System. Und dabei stieß es auf eine Lösegeldforderung. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are f***. Also es war tatsächlich schon die persönliche Ansprache mit Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Es hatte sich tatsächlich jemand beschäftigt damit. Da wurde ihnen klar, dass dies nicht nur ein weiterer Cyberangriff war. Diesmal war es richtig ernst. Spätestens als sich der Rechner des IT-Administrators, der wirklich alle Rechte hat, als der sich verschlüsselt hatte, da wussten wir haben ein Problem. Die Hacker, eine Gruppe namens Pay or Grief, forderte 500.000 Euro in der Kryptowährung Monero als Lösegeld. Der damalige IT-Leiter Oliver Rumpf erklärt, warum der Landkreis sich entschied, nicht zu zahlen. Wir müssen ja davon ausgehen, okay, wir bezahlen jetzt das Lösegeld. Kriegen wir den Schlüssel? Gleichzeitig ist ja auch die Überlegung, die waren ja in unserem System. Oh, wer sagt uns denn, dass die nicht irgendwelche Backdoors eingebaut haben, um uns dann wieder anzugreifen und wieder zu verschlüsseln?